Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Haarpflegesammlung und zwar geht es heute um meine Shampoos und meine Spülungen. Im zweiten Teil, den ich euch auch am Ende verlinken werde, geht es dann um meine Haarkuren und um so Leave-In-Produkte und Haarsprays und sowas. Und jetzt, wie gesagt, geht es eben um Shampoos und Spülungen. Wenn ihr mein letztes Sammlungsvideo, was die Haarpflege angeht, nicht gesehen habt, verlinke ich euch das einmal. Ich weiß nicht, wie viel sich genau geändert hat seit dem letzten Update, wo ja im Dezember war. Aber ich denke, ein paar Sachen habe ich schon neu. Ein paar habe ich vielleicht immer noch hier, weil es einfach Nachkaufprodukte sind. Und ich würde einfach sagen, ich starte jetzt direkt. Ich versuche das Video nicht so lange werden zu lassen. Aber ich will natürlich auch zu den Produkten, die ich bereits getestet habe, schon so ein bisschen was sagen. Und jetzt würde ich einfach sagen, starte ich direkt. Und zwar starte ich mit Glisskur. Da habe ich hier eine Serie da, die habe ich bisher noch nicht getestet. Und zwar ist das die Glisskur All Nutritive Serie. Shampoo und Spülung in dem Fall. Längeres, splissanfälliges Haar. Und die hatte ich am Adventskalender der lieben Tabea. Und finde ich super, vom Duft her mag ich es total gern. Ich fand zwar die alte Variante mit den 7 Ölen besser vom Duft her, aber von der Pflege her, was zumindest die Kur angeht, ist es immer noch gleich. Deswegen denke ich, dass das hier auch ganz gut sein wird. Dann habe ich hier zwei einzelne Spülungen von Glisskur. Die habe ich beide mal im Ausverkauf gekauft, bei Rossmann. Da kann ich euch jetzt auch nicht sagen, ob es die momentan noch gibt, weil ich eben bei Glisskur relativ selten schaue. Und zwar ging da halt einmal auf ein Sortiment die Hyaluron plus Haarauffüller Spülung. Ich meine, die habe ich euch in meinem allerersten Sammlungsvideo gezeigt, also vor einem Jahr jetzt. Und ja, falls ihr das nicht gesehen habt, kann ich es euch verlinken. Aber ja, das ist jetzt wie gesagt ein Jahr alt. Und ja, das hier, ich mag das sehr gern. Es riecht sehr süßlich, feminin und angenehm. Mag ich gerne, es macht auch die Haare weich. Ist für trockenes, dünner werdendes Haar. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe eher sehr dickes Haar. Aber ich finde, bei den Spülungen von Glisskur merkt man da keinen Unterschied. Also ich finde alle sehr gut pflegend, alle sehr angenehm von der Konsistenz her. Und deswegen ja, finde ich das auch super. Und dann habe ich hier noch ein Shampoo. Da gibt es, glaube ich, sogar gar keine Spülungen dazu. Das war damals relativ neu, als ich es gekauft habe. Und zwar von Schwarzkopf Glisskur eben auch. Das Oil-in-Shampoo oder Öl-in-Shampoo. Leichte Pflege mit Rosenöl für normales Haar, also die pinke Variante. Gibt es ja auch noch in Orange, die ist glaube ich mit Arganöl, wenn ich mich nicht irre. Und in Rot, die ist mit Marulaöl. Ich habe mich aber damals für die Rosenöl-Variante entschieden, weil ich einfach den Duft von Rosen total liebe, wenn er einfach natürlich ist und nicht so seifig oder so Oma-mäßig. Also soll jetzt nicht böse sein oder böse klingen, aber ihr kennt bestimmt diesen altbackenen Rosenduft. Und ja, das werde ich auf jeden Fall auch testen, freue ich mich auch drauf. Dann gehen wir weiter zu L'Oréal Paris El Vital. Da habe ich im Moment noch drei Produkte hier. Und zwar zu einem das Arginine Resist X3 Anti-Haarverlust Shampoo. Das ist ein Shampoo, wo eben speziell für Haare gemacht sind, die ja eben ausfallen. Ich persönlich hatte damit mal vor, ich glaube, 1,5 Jahren, 2 Jahren Probleme mit, dass sie einfach total ausgefallen sind und ich wirklich büschelweise Haare in meiner Hand hatte und ich eben nicht wusste, von was es kommt. Und dann habe ich eben das verwendet im Wechsel mit dem Anti-Haarbruch-Shampoo und es hat schon geholfen. Ob es jetzt aber am Shampoo lag oder ob es einfach eben dann an mir lag, dass es dann halt nicht mehr so war, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich mag den Duft. Es riecht so ein bisschen nach Friseurbedarf. Ich habe es wirklich sehr, sehr gern verwendet. Muss aber sagen, dass ich im Moment das Gefühl habe, wenn ich das 2 oder 3 Mal hintereinander verwende, dass dann mein Ansatz ein bisschen schneller fettig aussieht. Oh, dann habe ich hier von L'Oréal Paris El Vital die Tonerde Absolue-Reihe. Die hatte ich ja im Tauschpaket mit der lieben Ilona drin. Die hatte ich ja damals tatsächlich schon da und die war auch da fast aufgebraucht. Und dann hatte ich sie eben nochmal im Tauschpaket und ich habe mich super drüber gefreut. Ich mag diese Reihe sehr gern. Ich mag die vom Duft. Es riecht halt so ein bisschen frisch, aber trotzdem so ein bisschen nach Tonerde. Und es macht halt die Haare total fluffig, weich. Ja. Beschwert sie halt nicht. Also es macht den Ansatz total rein und frisch und richtig so luftig irgendwie. Und die Spülung macht halt trotzdem die Spitzen schön weich. Und für das, dass diese Serie hier ohne Silikone ist, finde ich es echt super. Und ich mag, wie gesagt, den Duft. Ich finde L'Oréal auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her eigentlich sehr, sehr gut. Und deswegen kaufe ich mir das auch öfters mal nach, L'Oréal Paris, El Vital. Dann mache ich weiter mit Swissopar. Das finde ich persönlich, also die Marke
finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich weiß, dass viele das nicht beachten in der Drogerie. Einfach weil Besopaya hauptsächlich bekannt ist für diese kleinen Haarkurkissen, die es gibt. Ich finde aber auch die Shampoos und Spülungen von Swissopar sehr, sehr gut und habe da im Moment zu einem da das Tiefenreinigungsshampoo von Swissopar. Reinigung und Glanz entfernt alle Rückstände und Ablagerungen. Das finde ich total toll. Es ist mit Limettenextrakt, es riecht sehr frisch. Es ist, wenn man das mit dem von Balea vergleicht, schon ein Ticken austrocknender für die Spitzen. Aber wenn man da eine gute Spülung reingibt oder eine gute Haarkur, dann ist das wirklich auch wieder komplett okay und die Haare sind wieder schön weich. Das Shampoo hier ist auch ohne Silikone. Wie gesagt, riecht sehr frisch und habe ich jetzt bisher noch nicht verwendet. Ja, aber werde ich bald mal tun. Finde ich sehr schön. Ich benutze so ein bis zweimal, manchmal auch dreimal im Monat Tiefenreinigungsshampoo. Also nicht zu oft, weil es einfach sehr austrocknend und reinigend ist. Und dann habe ich hier noch eine sehr pflegende Reihe von Swissopar. Und zwar die Arganöl-Serie. Die sieht so aus. Auch wieder Shampoo und Spülung. Für trockenes und glanzloses Haar. Pro Flasche zahlt man hier 1,95. Finde ich eigentlich noch okay. Das hält auch sehr lang, ist wirklich super ergiebig. Beides kommt ohne Silikone aus. Und ich liebe diesen Duft von der Swissopar. Arganöl-Serie. Ich liebe diesen Duft. Gibt es ja auch die Haarkur von. Dann habe ich hier zwei Spülungen von Ghoul. Auch einzelne. Und zwar einmal die Feuchtigkeitsaufbauspülung mit Barbasso-Öl. Für trockenes und sprödes Haar. Es ist eine solide, gute Haarspülung. Ich mag den Duft. Ich mag auch die Pflege ganz gern. Ich hatte die schon mal, also sowohl Spülung als auch das Shampoo tatsächlich hier. Und würde mir vielleicht sogar überlegen, ob ich mir das Shampoo nochmal nachkaufen soll, zusammen dann mit der Spülung eben zum Aufbrauchen. Aber ja, die Spülung ist jetzt auch schon ein bisschen älter und die sollte ich auch langsam mal aufbrauchen. Die habe ich nämlich bestimmt schon jetzt bald knapp ein Jahr da. Deswegen wird das auf jeden Fall mal Zeit. Und dann habe ich auch noch hier von Ghoul die Bändigung und Schwung Balsamspülung mit Awapuyi und Öl. Eigenwilliges, widerspenstiges und rebellisches Haar finde ich auch super. Hier mag ich den Duft sehr, sehr gern, genauso wie bei der Feuchtigkeitsreihe. Dann habe ich hier eine Spülung von Nivea, da kann ich tatsächlich noch nichts zu sagen, weil ich die noch nicht verwendet habe. Und zwar die Pflegespülung Anti-Spliss-Reparatur und Pflege von Nivea. Langes, strapaziertes Haar mit Barbasso-Öl. Die finde ich vom Duft her auch ganz angenehm. So ein bisschen typisch nach Nivea. Es hat aber auch noch so diesen Eigenduft von diesem Barbasso-Öl. Ich mag es gerne und werde es auf jeden Fall bald mal testen. Dann habe ich hier zwei Produkte von Dove. Und zwar zu einem von Dove die Nutritive Solutions All-Care-Nährpflege-Spülung. Die ist für widerspenstiges Haar und die habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Auch in der Kur-Variante, also in diesem Tiegelchen. Ich finde das super und werde mir auf jeden Fall die Kur, wenn ich ein paar andere Haarkuren aufgebraucht habe, auch wieder nachkaufen. Ich finde die relativ günstig für das, was sie macht und für die Ergiebigkeit. Deswegen mag ich die sehr gern und werde die auf jeden Fall auch ja, definitiv wieder nachkaufen, wenn die leer ist. Und dann habe ich hier auch von Dove aus der Nutritive Solutions Reihe auch aus der Eukernährpflegeserie die 1-Minute Kurspülung. Die habe ich jetzt mehr bei den Spülungen eingeordnet, denn ich hatte von Dove mal die Intensivpflegekurspülung. Und da fand ich schon, dass sie ein Ticken pflegender war wie eine Spülung, aber noch lange nicht rangekommen ist an die Pflegewirkung einer Kur. Deswegen gehört es für mich eher zu den Spülungen. Eben auch für widerspenstiges Haar. Und wie gesagt, ich mag den Duft und ja, werde die auf jeden Fall auch bald mal testen und verwenden. Und dann kommen wir jetzt zu Schauma. Schauma finde ich auch sehr gut. Schauma habe ich früher schon sehr, sehr gern immer verwendet und habe ich jetzt natürlich auch wieder ein paar Sachen da. Ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt eine ganze Weile keinen Schauma mehr hier. Ich kaufe halt einfach Schauma zurzeit wieder relativ gern, weil ich es einfach gut und solide finde. Und da habe ich zu einem mir bei Rossmann gekauft, als es aus dem Sortiment gegangen ist, das silikonfreie Pflegeshampoo für feines, glanzloses und trockenes Haar ohne Silikone. Ja, wollte ich einfach ausprobieren. Riecht sehr frisch, aquatisch. Ich denke, zu diesem Shampoo werde ich dann diese Million Gloss Spülung verwenden. Das passt ganz gut vom Duft her und freue ich mich auch drauf. Ich hoffe natürlich, dass es gut sein wird. Ich hatte das hier jetzt speziell noch nie verwendet und habe es auch bisher noch nicht getestet. Aber freue ich mich drauf. Dann habe ich jetzt, als ich gestern duschen war, verwendet von Schauma die Fresh It Up Serie. Auch hier wieder Shampoo und Spülung. Ist beides ohne Silikone, ist für einen schnellfettenden Ansatz und trockene Spitzen und ist mit Passionsblütenmilch. Mag den Duft super gern, muss ich sagen. Also es riecht sehr süßlich, blumig, mag ich super gerne und ich finde hier auch die Wirkung sehr, sehr schön. Es riecht super, es schäumt sehr gut. Die Spülung ist auch sehr ergiebig, wie ich finde und ja, kann ich nur weiterempfehlen. Wenn ihr Schauma mögt und
nicht so viel Geld für Haarpflege ausgeben wollte, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und dann hatte ich ja im Tauschpaket mit der lieben Carolina von Schauma die Repair- und Pflegeserie drin. Die hatte ich ja vorher schon hier und ich mag die total gern. Ist mit Shea Butter und Kokosextrakt für strapaziertes und trockenes Haar. Ich finde den Duft einfach klasse. Ich mag die Pflegewirkung total gern. Ich mag einfach, ja, wie gesagt, alles an diesem Produkt. Es riecht einfach toll. Es macht die Haare sauber. Die Spülung ist relativ ergiebig. Und habe ich jetzt auch in Project Empty. Und dann habe ich hier aus der neuen Schauma-Serie, aus dieser Nature Moments-Serie, die Reparatur- und Pflegereihe mir gekauft. Einmal Shampoo und einmal Spülung für trockenes und geschädigtes Haar mit marokkanischem Arganöl und Macadamiaöl. Und das Shampoo hat mir meine Schwester gegeben. Sie hat das im Doppelpack gekauft und hat mir eben eine Flasche abgegeben. Die Spülung habe ich mir dann im Rossmann selber gekauft, weil ich einfach eben die passende Spülung dazu haben wollte. Dann mache ich weiter mit Garnier Wahre Schätze. Und zwar habe ich da zu einem Moment da die Ahornbalsam-Serie mit Rizinusöl und Ahornsirup für stark geschädigtes Haar. Ja, ich habe mich super auf diese Reihe gefreut, weil ich einfach dachte, das wird der Oberknaller sein, total pflegend und angenehm, aber so ist es leider nicht. Also ich finde andere Serien von Garnier Wahre Schätze, die nicht speziell für stark geschädigtes Haar sind, definitiv besser pflegen wie das hier. Duft finde ich eigentlich ganz angenehm, aber irgendwas stört mich auch dran. Kennt ihr das, wenn ihr ein Produkt okay findet, aber ihr wisst, ihr würdet es euch definitiv nicht nachkaufen, aber könnt nicht genau sagen, warum? Das ist bei diesem Produkt so. Also ich finde es okay, sehr ergiebig auch wieder, reinigt natürlich gut, die Spülung macht auch die Spitzen weich, aber es ist für mich speziell jetzt nichts Weltbewegendes, bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Da finde ich die drei Serien, die ich im Moment auch noch da habe von Garnier Wahre Schätze, definitiv besser. Und zwar zu einem der Mit Leier. Seidigkeitsverleiher Vanillemilch und Papaya für normales Haar. Finde ich super vom Duft. Finde ich super von der Wirkung her. Die Haare sind super weich. Sie fühlen sich weich an. Sie sehen toll Das aus. mag ich auch total gerne. Ich weiß nur nicht, ob es das noch gibt. Wenn nicht, finde ich die anderen beiden Serien, die ich im Moment noch da habe, auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und zwar zu einem die sanfte Hafermilchserie noch für empfindliches Haar. Finde ich auch super pflegend. Das beruhigt die Kopfhaut total. Und es riecht sehr intensiv, also diese Reihe riecht sehr intensiv im Haar. Man braucht nicht viel Produkt von der Spülung, es lässt sich gut einarbeiten. Es riecht toll, es ist wirklich super und ist wirklich sein Geld wert. Dazu habe ich auch die Hitzeschutzmilch und finde ich wirklich toll. Also mag ich wirklich sehr, sehr gern, ist wirklich super empfehlenswert. Falls ihr noch was Gutes sucht und vielleicht ein bisschen Probleme habt mit der Kopfhaut, dann probiert das mal aus. Und dann habe ich von Garnier Wahre Schätze mir relativ neu jetzt gekauft, wieder die Honigschätze-Variante. Die habe ich ja aber schon mal aufgebraucht. Die ist mit Gelee Royal, Honig und Bienenbalsam für strapaziertes, brüchiges Haar. Eben auch Shampoo und Spülung. Mag ich auch total gerne. Ich mag hier den Duft. Riecht halt einfach sehr schön nach Honig, sehr cremig. Und das mochte ich halt damals total gerne, als ich es hatte, weil das Shampoo schon die Haare sehr weich gemacht hat. Man wirklich sehr, sehr wenig Spülung brauchte, damit man gut durchkämmen kann. Es hat ein super Ergebnis damals gemacht. Die Haare waren weich, man konnte sie durchkämmen, sie waren nicht ausgetrocknet, deswegen habe ich mir das jetzt wieder nachgekauft. Jetzt kommen die letzten drei großen Produkte, was so Markenprodukte angeht. Dann kommen wir dann zu Eigenmarken. Und zwar habe ich hier einmal von Garnier Fructis Oliver 3 Shampoo und Spülung für trockenes, strapaziertes Haar mit Olive, Avocado und Shea. Wie gesagt, Shampoo und Spülung. Shampoo habe ich auch schon ein paar Mal verwendet, genauso wie die Spülung. Und dann habe ich mir ja letztes Jahr, ich glaube im Oktober irgendwann, bei der Seite Specials Unlimited ein paar Produkte aussuchen dürfen. Und da war unter anderem dieses Shampoo hier von Garnier Fructis bei. Ihr seht, das ist schon gut verwendet. Das ist das Vita Boost Shine Shampoo. Ja, steht jetzt alles, glaube ich, auf Griechisch drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob das Griechisch ist oder eine andere Sprache. Hinten drauf steht aber, dass es mit Vitamin E ist. Es ist mit Pink Grapefruit. Soll für stumpfes Haar sein und soll Kraft und Glanz geben, ohne Silikone und ohne Parabene. Also es reinigt gut, es riecht gut, es ist ein solides, gutes Shampoo, was wirklich ein schönes Haargefühl macht. Ich gebe aber hier halt auch immer irgendwie noch eine Spülung oder eine Haarkur oder so rein. Einfach für die Pflege, für die Spitzen, das brauche ich einfach bei meiner Haarlänge und meiner Haardicke. Jetzt kommen wir noch schnell zu drei Pröbchen, dann kommen wir zu den Eigenmarken. Und zwar habe ich hier zu einem von Head & Shoulders das Apple Fresh Anti-Schuppen-Shampoo. Das habe ich mir nur mal gekauft, weil ich das einfach testen wollte wegen dem Duft.
Weil eben jemand, der neben mir gesessen hat, in der Schule das immer hatte und das roch einfach immer so stark nach grünem Apfel in ihren Haaren, dass ich das jetzt einfach auch mal kaufen wollte und ausprobieren wollte. Und dann habe ich hier vom Marabu Professional das Shampoo-Konzentrat Intensivpflege für trockenes und sprödes Haar. Das gibt's, glaube ich, auf Amazon. Ich meine, der Drogerie gibt's das nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen habe ich es jetzt einfach mal hier mit reingepackt. War mal in der Glossy Box Young, hier sind 20 ml drin. Und es soll eben dreimal so lange halten wie normales Shampoo. Im Normalfall würden mir diese 20 ml für meine Haare für einmal halten, denn ich shampooniere meine Haare auch zweimal ein. Und das heißt, diese 20 ml würden mir, wenn es wirklich dreimal ergiebiger ist wie normales Shampoo, für dreimal halten. Und das glaube ich einfach nicht. Dann habe ich hier von Husk noch Pröbchen. Die habe ich euch auch im letzten Haul mal eigentlich gezeigt. Und zwar ist das dieses Shampoo mit Zitronenöl. Eben einmal ja, Shampoo und halt Spülung in so kleinen Probepaketen mit je 10 Millilitern. Ja, ich werde es testen. Ich bin gespannt. Man soll es eben einmassieren und ausspülen. Und die Spülung soll man halt 1 bis 2 Minuten einwirken lassen. Ich werde es testen, aber ich denke, in groß werden diese Produkte relativ teuer sein. Deswegen werde ich es mir wahrscheinlich nicht nachkaufen. Aber ich werde es einfach testen. Da mache ich jetzt ganz, ganz schnell noch ein Produkt aus Kaufland. Und zwar von Car Classic Care, das Shampoo Mandelmilch für strapaziertes Haar. Habe ich bisher noch nicht getestet, kann ich also nichts dazu sagen. Ist ohne Silikon. Ich habe es mir damals mitgenommen, weil es einfach sehr, sehr gut nach Mandeln riecht. Also sehr cremig und warm. Ich werde es auf jeden Fall testen, aber ja, bisher kann ich da noch nichts zu sagen. Dann habe ich hier von Balea Intensivpflege Shampoo und Spülung mit Vanille und Mandelöl. Repair-Formel, beanspruchtes und geschältes Haar ohne Silikone, mag ich total gern, riecht total schön, irgendwie so ein bisschen nach Vanillepudding mit so einem Schuss Mandel. Ich mag das total gern, ich mag hiervon auch die Kur. Ich finde für den Preis von jeweils 50 Cent kann man da echt nichts sagen. Es riecht total toll, es macht die Haare super weich, die Spülung macht die Haare halt wirklich sehr geschmeidig, damit man durchkämmen kann. Und für den Preis kann man da echt nichts sagen und wenn ihr ein DM in der Nähe habt, dann schaut es euch auf jeden Fall an, weil das ist wirklich sehr, sehr gut. Genauso wie die nächste Reihe, die ich euch zeige von Balea, das ist die Farbglanzreihe. Shampoo und Spülung halt eben auch, Granatapfel und Goji-Beere. Auch hierzu habe ich die Kur und auch hierzu finde ich die Kur super. Jetzt geht es aber nun mal um Shampoo und Spülung und ich mag das total. Ist ohne Silikone für koloriertes und getöntes Haar. Ich liebe den Duft, es riecht halt einfach sehr süß. Ich mag das total gern, ich mag den Duft, ich mag die Pflege. Macht die Haare wirklich super weich und kann ich wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, für den Preis eine Top-Empfehlung an euch. Dann habe ich hier ein Shampoo, was ich schon verwendet habe von Balea. Und zwar ist das das Vitalizing Shampoo Apfel und Lemongrass mit frische Kickformel für normales und leicht fettendes Haar. Das kühlt die Kopfhaut so ein bisschen und riecht total toll. Hat einen sehr angenehmen Duft, mein Ansatz fettet nicht schneller nach und da gebe ich halt auch irgendwie eine Spülung oder irgendeine Haarkur noch drauf, wenn ich das verwende, denn hier gibt es keine passende Spülung zu. Es riecht halt total frisch, ich mag das extrem gern. Und hatte das auch letztes Jahr schon in der alten Duftvariante, das war Minze und Lemongrass, fand ich auch super. Und die Variante ist auch wirklich super, super gut. Falls ihr noch irgendwas sucht, was so ein bisschen kühlend ist, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Jetzt habe ich hier noch 4 Shampoos stehen, die ich bisher noch nicht verwendet habe. Und zwar zu einem von Balea Kräftigung Shampoo und Spülung 2 in 1 Honig und Chia. Kraftloses und ausgelaugtes Haar. Ist im Project Empty, habe ich aber noch nicht verwendet. Ja, ich werde es testen. Es riecht so ein bisschen süßlich, cremig, angenehm. Ich mag es ganz gern. Ja, wie gesagt, werde ich halt eben testen. Dann habe ich hier von Balea das Anti-Schuppen-Shampoo bei Schuppen Kopfhaut-Balance-Effekt. Das habe ich mir jetzt gekauft, weil ich eben gehört habe, dass Anti-Schuppen-Shampoos wohl genauso eine tiefenreinigende Wirkung haben sollen wie eben spezielle Tiefenreinigungs-Shampoos. Und ich dachte mir, da kaufe ich mir lieber ein günstiges, falls ich dann Schuppen davon bekommen sollte, von den Anti-Schuppen-Shampoos, dass ich das dann einfach weitergeben kann oder wegschmeißen kann, wenn es niemand haben möchte, dass ich einfach nicht so viel Geld dafür ausgegeben habe. Dann habe ich hier ein Shampoo, da weiß ich auch noch nicht, ob ich es behalten werde. Und zwar ist das das Volumen-Shampoo von Balea ohne Silikone mit Maracuja und Orchidee. Lift-Up-Effekt für dünnes und feines Haar. Und dann habe ich hier von Balea das Jeden-Tag-Shampoo Bahamas Dream mit Kokos- und Frangipani-Duft für jedes Haar. Musste natürlich mit, ich mag den Duft total gern von der Limited Edition. Und ich mag das, wie gesagt, sind hier jetzt drin 300 ml, ist vegan und ja, es riecht einfach sehr
süß, cremig, man riecht aber das Kokos ganz gut raus, aber auch diese blumige Note. Allgemein jeden Tag Shampoos von Balea finde ich gut, sind solide Shampoos, die gut reinigen und die meinen Ansatz nicht fertig machen, deswegen kaufe ich die mir eigentlich immer wieder nach, diese jeden Tag Shampoos. Und jetzt kommen wir mal zu Balea Professional, und zwar habe ich dazu eine Serie, ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Und zwar ist das die Eau Repair Serie von Balea Professional. Für extrem strapaziertes, trockenes Haar mit Arganöl. Und ja, ihr wisst, ich liebe die. Da habe ich jetzt noch einmal das Shampoo da und zweimal die Spülung. Das Shampoo habe ich jetzt, glaube ich, zweimal verwendet. Und diese Spülung hier, also diese hier ist angefangen. Die andere ist halt noch voll. Ich mag das total gern. Ich finde den Duft klasse. Ich mag die Wirkung. Es riecht lang im Haar. Es macht die Haare weich. Es macht die Haare sauber. Und ja, der Duft ist einfach nur der Hammer. Hiervon habe ich auch das Haaröl da. Und ich mag das einfach gern und kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Falls ihr sehr trockenes Haar habt, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Dann habe ich hier noch eine Serie von Balea, und zwar von Balea Professional eben auch die Koffein-Serie. Einmal Shampoo, zweimal Spülung mit Granatapfelextrakt für kraftloses und feiner werdendes Haar ohne Silikone. Und das ist eben bei erblich bedingtem Haarausfall. Habe ich mir damals nicht gekauft, weil ich Haarausfall hatte, sondern einfach, weil ich gesehen habe, dass es mit Granatapfelextrakt ist und ich ja Granatapfel liebe. Es riecht auch sehr frisch nach Granatapfel. Ich finde es auch ganz gut. Also es reinigt auf jeden Fall gut und die Spülung macht auch die Haare weich. Aber ich finde, dass es bessere Reihen gibt von Balea Professional. Zum Beispiel die Kraft- und Feuchtigkeit-Serie oder auch die Beautiful Long-Serie finde ich auch sehr, sehr gut. Und deswegen würde ich die mir jetzt, wenn sie leer ist, nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier einmal von Balea Professional das After Sun 2-in-1 Shampoo und Spülung. Bewahrt die natürliche Feuchtigkeit, befreit von Sand, Salz und Chlorwasserrückständen ohne Silikone. Mit Feigenkaktusextrakt für sonnenstrapaziertes Haar. Habe ich mir eben jetzt für den Sommer wieder gekauft. Es ist jetzt kein Produkt, wo ich nur verwende. Also es ist zwar ein 2-in-1 Produkt, Shampoo und Spülung. Aber auch zu solchen Produkten verwende ich trotzdem immer noch eine Spülung, weil sie meistens nicht die Pflegewirkung haben, die ich brauche für meine relativ trockenen Spitzen. Es riecht einfach nach Sommer und nach Sonne und nach Urlaub und Strand und total toll. Das war früher mal mit Papaya und Kokos, dann haben sie es jetzt geändert. Jetzt ist es mit Feigenkaktusextrakt, aber es riecht immer noch genau gleich. Und ich denke, zu dem Shampoo werde ich dann einfach hier diese Spülung noch verwenden, die ich noch hier habe. Ja, Kraft- und Feuchtigkeitsspülung mit Aloe Vera für normales bis trockenes Haar. Die hatte ich halt einfach nur übrig. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Haarpflegesachen für dieses Video. Und ja, das sind zwei kleine Pröbchen. Und zwar von Alverde aus der Nutricare-Serie. Einmal das Shampoo und die Spülung mit Biomandel und Bio-Argan für trockenes und sprödes Haar. Ja, habe ich im Adventskalender gehabt. Ihr seht, ist im Project Empty. Habe ich aber bisher auch noch nicht verwendet. Riecht aber sehr, sehr, sehr angenehm. Und ich hatte diese Serie auch mal in groß und fand die auch gut. Und vielleicht kaufe ich die mir dann auch nochmal in groß, wenn ich wieder Lust drauf bekomme nach den Pröbchen. Ich habe vorher auch durchgezählt, wie viel ich denn habe. Und ich habe aber Shampoos, die 2-in-1 sind, nur als Shampoo gerechnet und nicht noch als Spülung, weil ich die eigentlich hauptsächlich auch nur als Shampoo verwende. Und zwar habe ich an Shampoos 28 Stück und an Spülungen 25 Stück. Proben, also sei es jetzt Proben in Spülungen oder auch Proben an Shampoos habe ich 5 Stück da und ja, das ist relativ wenig. Ich meine, ich hatte vor einem Jahr 45 Shampoos oder so noch hier und 37 Spülungen oder so. Also von dem her habe ich schon relativ gut aufgebraucht. Es könnte natürlich noch weniger sein, klar, aber ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ich verwende auch alle Produkte, die ich hier habe. Ja, jetzt würde ich einfach sagen, wenn der zweite Teil online ist, verlinke ich euch den auf jeden Fall jetzt einmal. Unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.